Wir sind auf Sendung. Guten Morgen und ein frohes neues Jahr euch allen. Ich bin der neue Baum. Alter Schwede, der neue Baum! War vorher schon da. Ich bin ein bisschen stimmlich angeschlagen von Konzerten und Wochenenden und der Kombination von beidem. Ist aber heute nicht so wild. Aus folgendem Grund. Ich habe mal wieder ein kleines Lied dabei. Wir kennen ja schon ein paar. Wir haben ein paar schon nicht wirklich abgefrühstückt, aber sagen wir mal angefrühstückt. Eine Sache fehlt aber noch vollkommen und das ist eine echte Punkrock-Nummer. Aus diesem Grund habe ich einen Song dabei, er nennt sich Georgi Dunkow und er zollt einer gleichnamigen Band Tribut und nicht irgendeiner Band, sondern der größten Regressive Rock Band, von der du niemals gehört hast. Und lange Rede, kurzer Sinn, weil ja Punkrock in den letzten 10, 20 Jahren seinen politischen Inhalt eh über Bord geworfen hat, habe ich mir überlegt, kann Punkrock auch ruhig von gar nichts handeln. Deswegen wird's heute ein bisschen Panne. Ich habe mich gerade hier schon ein bisschen warm gespielt. Ich denke, das Schlagzeug wird nicht so das Problem, weil das ist halt mein Genre, da komme ich her. Ein bisschen Sorge habe ich. Ich habe mich warm gespielt mit kaputten Sticks falsch rum. Ich habe nämlich kaum noch Heile. Ich habe mir zwar welche bestellt, die sind aber noch nicht da. Also hier ist jetzt die Frage, fliegt er zuerst hier oben auseinander oder hier in der Mitte? Schauen wir mal. Weil es so einen großen Spaß macht, habe ich mir überlegt, ich führe euch jetzt zuallererst mal kurz durch den Song. Also er wird knappe 2 Minuten lang sein und es wird auch absolut reichen bei der Geschwindigkeit, weil er ist sehr schnell. Er geht los mit 2 Sekunden Krach, dann kommt eine Strophe mit 4 Textzeilen, dann kommt ein Refrain mit 4 Textzeilen, dann kommt ein Melodica-Solo, was auf 2 Takten Blasmusik endet, dann kommt eine Strophe mit 2 Zeilen, dann kommt ein Refrain mit 8 Zeilen, dann springt die CD, dann kommt ein ganz merkwürdiger A Cappella-Part, der ein weiteres Mal ein Tribut an meine Lieblings-Skatepunk-Band Fail ist, dieses Mal aber etwas offenkundiger. Und dann kommt ein total episches Live-Outro, weil der Song sich das dann auch unheimlich verdient hat. Also das ist der Masterplan für Georgi Dunkow. Ich bin gespannt. Es kann sein, dass ich für das Intro ein paar Versuche brauche, aber wenn ich einmal auf Kurs bin, dann bin ich auf Kurs. Also ich bin durchgekommen, ich werde jedes Mal durchkommen. Ich werde wahrscheinlich einen Moment brauchen, bis ich auch mit allen Stellen hinreichend zufrieden bin. Ich habe auch echt Sorge um die Sticks, also um den im Speziellen. Ich gucke doch nochmal, ob ich einen anderen... Ich habe hier noch einen. Als nächstes habe ich irgendwie das Phänomen, andauernd auf der Hi-Hat zu bleiben, wenn ich eigentlich da sein will. Aber das kriegen wir auch noch raus. Und dasselbe in grün. Ich höre auch das Schlagzeug gerade gar nicht so laut, wie ich gern würde. Ich riskiere es doch nochmal mit dem Stick. Liegt einfach leichter in der Hand. Ich muss natürlich... Halt's Maul. Ich muss natürlich auch unbedingt Rimshots machen. Ist eigentlich ist Blödsinn. Eigentlich könnte ich... Ja, vorbei. Vielleicht ist doch nicht verkehrt, wenn ich die mache. Ist natürlich schwer, vor allem für einen wie mich, der die Sachen immer nur so halbwegs kann, aber... Ja. Ein bisschen bitter ist, dass ich bei dem Sorge hatte, dass das passiert. Das war eigentlich gerade noch der heilste. War jetzt nicht fehlerfrei, aber okay, guck dir an, mit welchem ich das gemacht habe. Ist keine Ausrede, daran hat es nicht gelegen. Oh, Freunde. Weißt du, wenn ich jetzt wüsste, wo das Tape ist, was mir auch nicht gehört, sondern Fail, aber da könnte ich ja mal Neues holen bei Zeiten. Ah,
fuck, jetzt ist hier... Oh, jetzt ist hier in dem Arm irgendwas passiert gerade. Das ist echt kein Scherz. Gerade hätte ich eigentlich schon fast wieder weggeworfen, weil ich bei... Habe ich einmal die Mitte getroffen. Und die Mitte klingt atemberaubend. Hier, hörst du? Guck mal. Ah, stark. Ich habe übrigens meine Becken etwas höher und dafür etwas näher. Das war ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ich möchte gern so spielen. Vielleicht hilft es mir ein bisschen beim aufrechter Sitzen. Das ist so eine Sache, die konnte ich auch noch nie. Aber gut. Lass uns noch mal ein paar in Sand setzen hier. So, der ist es gewesen und er wird es auch bleiben. Juti, mal gucken, wo ihr diesmal landet. Ich experimentiere immer noch ein bisschen mit Perspektiven und so. Lohnt sich ja auch noch, weil wir ja in 25 Tagen hier raus sein müssen. Wir scheinen einen neuen Proberaum zu haben. Wobei wir da erstmal abwarten müssen, ob ich da überhaupt noch mit reinpasse. Wunderbar, dann ist gleich. Und Kuckuck, wir sind zurück. Ich habe diese Gitarre in der Hand und es wird für heute auch die einzige in dem Song bleiben. Es geht nämlich jetzt erstmal darum, typische Punkrock-Power-Akkord-Bretter zu machen und dieses Mal symmetrisch. Eins links, eins rechts. An manchen Stellen spiele ich ein bisschen mit der Symmetrie. Also, wir befinden uns in C-Dur. Ja, das heißt, wir machen hier so ein Gedönse. Und diese 2 Sekunden Krach, mit denen das anfangen soll, da habe ich ursprünglich gedacht, machst du einfach so. War mir aber nicht wirsch genug, deswegen habe ich aus dem einfach mal den gemacht. Das heißt, so, das macht die eine Gitarre und die andere Gitarre macht gleichzeitig. Das heißt, genau beide Akkorde hast du die ganze Zeit gleichzeitig und es ergibt einen unglaublichen Brei. Und ich freue mich. Ich mag dieses Lied gerne so beginnen lassen. Es sind 2 Sekunden, also entspann dich. Mhm. Gut, bin ich zufrieden mit, können wir so lassen. Ist fertig. Warte mal, ich mach mir die Gitarre und uns die Gitarre doch noch mal ein bisschen lauter, damit wir noch mehr Fehler raushören und Unsauberkeiten und noch viel länger dafür brauchen. Was hältst du davon? Ja gut, erstmal bis dahin. Weißt du, pass mal auf, weißt du was? Dieses Ende, ne? Lass uns das Ende einfach jetzt schon mal machen, weil sonst müssen wir da immer die ganze Zeit warten oder das später noch, das ist ja dann... Ha, hätte ein bisschen sauberer sein können. Ich nehm's mal rechts dazu auf. Und dann lass uns mal gucken. An sich ja, ich hätte es lieber, wenn da noch was lose ausklingt vor dem letzten Schlag. Jetzt habe ich den Schlag nicht getroffen. Den fand ich schön. So einen will ich jetzt links auch noch haben. Letzter Schlag zu voreilig gemacht. Ja, da war der schon zu früh. Der dürfte es sein. Mal reinhören. Das ist schön. Ja. Wunderbar, ihr seht schon, in welche Richtung dieser Song gehen wird. Gut, dann haben wir das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch gestimmt bin nach der Aktion jetzt. Stark, cool. Dann müssen wir nur noch den Song hinkriegen. Im Großen und Ganzen, weißt du, im Großen und Ganzen. Ich hätte jetzt ein bisschen Lust, jetzt mal eine rechte Gitarre dazu zu machen und dann die linke nochmal zu ersetzen, wenn die rechte im Kasten ist.
Das war vom Timing her nicht überall sauber unbedingt, aber ich habe mich, glaube ich, nicht vergriffen oder bin verrutscht oder so. Das ist schon mal viel wert. Deswegen lösche ich mal den da drunter, der ist auf jeden Fall schlechter und gehe jetzt mal wieder auf links. Und wenn mir, während ich links aufnehme, rechts noch was auffällt, gehen wir gleich zurück nach rechts. Ja. Aber das Intro ist schön, oder? Das ist natürlich doof, ne? Da sind wir wieder bei buntreinen Instrumenten, wenn hier der gut klingt und der gut klingt. Aber der nicht. Ah, naja, ist Punkrock, ist egal, ist geschenkt! Ich bräuchte schwitzigere Pfoten, dann wird es einfacher gehen. Ah, Hauptsache, ich gebe mir größte Mühe, dass das sauber ist, was am Anfang dafür da ist, dass es scheiße klingt. Der war noch mal besser, auch der war nicht perfekt. Ist mir aber egal. Ah, ich wäre fast geneigt, so einen noch mal rechts haben zu wollen. La la la. Ah, warte mal. Hä? Scheiße, welche Version muss ich denn jetzt machen? Ich hab's vergessen. Okay, er fängt oben an, dann fange ich unten an. Okay, das war der Wink mit dem Zaunpfahl. Ich denke mal, wir haben die Gitarren im Kasten. Euphorie! Um dir ein bisschen Abwechslung zu gönnen, mache ich jetzt nicht mit dem Bass weiter, sondern mache erstmal das Melodica-Solo. Da freue ich mich nämlich drauf. Okay? Okay. Und wir sind zurück. Kuckuck! Ich habe bereits erwähnt, dieses Instrument ist genauso alt wie ich. Und da verwundert es nicht, dass das ein bisschen Schlagwerk hat. Ich demonstriere das auch mal ganz kurz. Hier unten ist ein Ton, den kann man drücken. Und dann fängt das Ding an zu pfeifen, wenn man ihn wieder loslässt, weil er nicht wieder richtig rauskommt. Da muss man immer ein bisschen gucken. Mein Lieblingston ist der hier. Das ist ein, was ist denn das? Das ist ein Fis. Ah nee, der war es gar nicht. Welcher war denn das? Der. Glücklicherweise ist das Ganze in C-Dur, wie bereits erwähnt. Ich gehe da mal hin gerade und ich spiele eine Melodie, die habe ich komponiert vor ziemlich genau 20 Jahren, also in so einem Alter. Es gab da auch einen Text drauf in einer Sprache, die nicht existiert. Das nehme ich mit ins Grab. Aber die Melodie, dachte ich, die kann ich mal einstreuen, weil warum nicht? Gut, das Erste, was wir beide, glaube ich, gerade gemerkt haben, ist, wir hören nichts. So, ich habe hier auch eine relativ wirsche Mikroposition. Oh, es hat ein bisschen was von einem Raumschiff, wa? Da ist es schon, siehst du? Ich hätte gedacht, es wäre weniger nah dran. Das war fast schon gut. Ich möchte gerne, dass der letzte, also theoretisch würde es aufhören mit. Aber das wäre ja zu einfach. Deswegen möchte ich gerne aufhören mit. Damit wir auch was davon haben. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen grenzsadistisch, während ich diesen Song aufnehme. Es tut mir leid. Ein bisschen. Jetzt noch das Timing stimmt, dann haben wir es auch schon. Ah, schlecht ist nicht, aber besser geht auch. Der ist es! Genau der ist es! Dann mache ich den Klopp hier. So. So, dann haben wir da noch einen richtig schönen ekelhaften Chorus drauf. Vielleicht mache ich da auch einfach irgendeinen anderen Unfug mit. Lass mich mal überlegen. Wie ist denn mit dem Bitcrusher? Bitcrusher ist auch, da kannst du so viel schönen Scheiß mit anstellen.
dass das gar nicht mehr so nach Blasinstrument klingt und vielleicht eher nach so einem 8-Bit-Synthi. Sowas könnte man mal ausprobieren. Das würde sich, glaube ich, auch ganz gut da einfügen. Aber weißt du was? Das machen wir später. Siehst du, das ist eine Baustelle. Aber eine sehr schöne, wie ich finde. Wartet ab, bis ihr den Text hört. Wie gesagt, es geht um die größte Band aller Zeiten, Georgi Dunkow. Der wollen wir natürlich auch gebührend Tribut zollen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen ins Zeug legen. Als nächstes am Bass in 3, 2, 1, Tüdelüdel. Und Kuckuck, wir sind zurück mit dem Bass in der Hand. Und das wird mir mit Sicherheit die Finger brechen bei der Geschwindigkeit. Zumal ich auch überlegt habe, ja, im Wesentlichen werde ich die Power-Akkorde einfach ablaufen, aber so ein paar Zwischentöne hätte ich gerne drin, einfach damit das Ganze noch rasanter wird ein bisschen. Ich bin leicht angezerrt mit dem Bass diesmal. Ich glaube, das fügt sich da ganz gut ein. Ja, aber wirklich so ganz, ganz leicht. Ich habe überlegt, ich könnte... Das finde ich gut. Ist ein ganz schönes Getrümmer. Du könntest natürlich auch mit halber Geschwindigkeit aufnehmen und dann später wieder schnell ziehen. Ihr könnt es auch sein lassen. Man merkt, ich habe den Song im Blut. Nehme ich doch einfach den. Dann habe ich nicht so Knoten in den Fingern. Oh. Die habe ich nicht mitgestimmt eben. Ich dachte, die brauche ich nicht. Das darf nicht wahr sein. Scheiß Instrument. Vor allem, es muss halt auch immer noch sauber bleiben, gerade dann in der zweiten Strophe, wo die Gitarren nur diese Dinger dazwischen kloppen, sollte der Bass ja schon konstant da sein, wo er hingehört, ne? Das ist so gemein, ey. Es sind 100 Sekunden, die ich spiele, also noch nicht mal. Es sind 80 Sekunden. Hui! Jedes Mal denke ich vorher, der Bass geht am schnellsten. Jedes Mal hinterher stelle ich fest, der Bass dauert am längsten. Trotzdem schneide ich für euch das meiste raus beim Bass, weil es ist am unspannendsten. So viel Sand und keine Förmchen! Junge, geh doch wieder dahin, du verhurtes Stück Molotow-Mutter. Das gefällt mir so. Kann man, glaube ich, machen. Ich mache noch einen dahin. So einen.